Ja, HSV hat natürlich immer noch einen großen Namen und die wollen natürlich endlich auch jetzt die ersten drei Punkte einfahren, hatten jetzt viele Unentschieden in Folge. Deshalb wollen die so ein bisschen das Ruder rumreißen, aber wir wollen das auch wieder gut machen von unserem letzten Spiel gegen Rostock. Ja, es wartet ein richtiger Schlagabtausch auf uns. Natürlich hat HSV Qualitäten, auch viele individuelle Qualitäten, aber wir müssen einfach dagegen gegenhalten als Team und dann können wir auf jeden Fall da was holen. Ja, war in vielen Aspekten so eigentlich ähnlich wie im Pokalspiel und da muss man auch lernen, sich weiter zu entwickeln. Also wir können nicht die fast selben Spiel gleiche so weitermachen, da muss man sich entwickeln und ein bisschen was verändern und ja, da muss man auch ein bisschen mehr zurück zu unserer Spielerweise, unserer Basics, also dass man auch mehr nach vorne spielen und mehr zielstrebig spielen.